Willkommen zu einem neuen Game, und zwar Liars of Fear. Und ich kann euch nur sagen, dieses Spiel wird euch unter der Haut gehen. Auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch mal heute mal eine Facecam an, ja, weil ich das Spiel praktisch selber noch nicht kenne. Und gucken wir mal, wie mich der Scheißdreck hier so ein bisschen schockt, ne? So, dann wollen wir mal. Los geht's. Energy hat auch keine Panik. Oh Mann. Oh Gott. Torment I have to endure. Alter, I still ich hear hab the jetzt schon keinen Bock scratching. mehr. Also, ich habe mir schon mal so ein Gameplay angeguckt, und was ich da so gesehen habe, ey, das ist ja gar nicht so mein Ding. Ey. Mein Ding ist ja so, irgendwas abzuknallen, aber ich habe dermaßen so viele Spiele. Also, das ist ja ein so ein Schocker-Game. Dann habe ich noch so ein anderes Schocker-Game, weil ich dann euch dieses Wochenende auch noch präsentieren werde. Dann habe ich ja dieses Leos von Thun, diesen komischen Knuffel da, was ihr schon gesehen habt. Dann hätte ich noch Mad Max in Angebot, das mache ich dann irgendwann nächste Woche mal. Und dann habe ich noch dieses neue Phantom Pain, aber da jetzt so ein riesen Open World ist, muss ich da mal gucken, ob ich da so ein Gameplay mache, ein Part, ey, also das ist ja Open World ist aber nicht so, nicht so viel Scheiße labern, sondern wollen wir jetzt hier loslegen. Schön in Full HD, 60 FPS, inklusive Facecam. Was wollt ihr mehr? Also, pff. Und dann noch in Deutsch. Diese Türen, wa? Also, ich film maximal 15 Minuten. Das müsste so pro Part reichen. Ach, das ist ja wieder so alles schön englisch hier. Sehr schön. Das gefällt mir ja wieder. Ich weiß gar nicht, wo ich hier überhaupt anfangen soll. Ja. So. Ich hab deswegen hinter mir das Licht an, sonst würdet ihr mich im Dunkeln gar nicht sehen. Also man kann hier schon mal alles aufmachen, das ist sehr schön. Paprika, Oregano. Also zum ersten Eindruck, die ersten 10 Minuten, die ich jetzt hier spiele, ja, sieht so grafikmäßig eigentlich ganz gut aus. Aber das ist ja so ein Horror-Psycho-Spiel hier, was bei Steam steht. Ja, das freut mich natürlich, wa? Ja. Also, das Game macht mich hier schon wieder fertig, Alter. Boah, ey, komm, mach die Tür auf. Ich habe so mein krasses Handy hier nebenan liegen hier bei mir, dass ich genau weiß, wann die 15 Minuten zu Ende sind. Was haben wir hier? Eine Rumpelkammer, okay. Oh, ey, das ist nicht euer Ernst. Ich gehe jetzt nicht im Keller. Ich gehe jetzt nicht im Keller. In dem Spiel gegen Keller. Alles klar, ey. Und wie man das so kennt, jetzt so kein Lichtschalter, wa? Doch. Oh Mann, ey, bitte nicht, ey. Ja, ist klar, ey, scheiß Ratten, ey. Aber ehrlich sagen muss, das andere Schocker-Game, das ist, naja, ich will nicht sagen, ist das gleiche, aber das ist noch so ein
kann ich schwer urteilen, da müsste ich das hier erstmal eine Weile spielen. Aber das ist auch so ein kleiner Tick härter, wo mir das hier ein bisschen besser gefällt. Also zur Zeit spiele ich halt durcheinander, keine Sorge, also ich habe alles unter Kontrolle, braucht da echt keinen Kopf machen. Ja, es kommt zu jedem Spiel ein Part und dauert halt immer eine Weile, bis halt ein anderer Part mal kommt von irgendeinem Spiel wie Far Cry oder so irgendwas. Aber wir sind jetzt hier nicht bei Far Cry, sondern sind jetzt hier bei Layers O4. Eine kaputte Brille, okay. Report Card, okay. Sagt mir jetzt nichts. So, die ersten 5 Minuten haben wir um. Sehr schön, hat ja schon mal ganz gut überlebt. Aber ich denke mal, das wird mich hier noch richtig ficken, ey, was man aufedit, weiß ich nämlich schon. Ha. Ach, guck mal, hier ist auch noch eine Tür, hier sind auch noch Schubfächer. Aber laut Video oder was ich gelesen habe, soll in die Schubfächer nichts Interessantes drin sein, also außer ein paar Untersilien. Okay, was haben wir hier? So ein Duftding, okay. Sagt mir jetzt auch nichts. Achilles, was? Prosthetix, sagt mir auch, ist aus dem Kopf jetzt überhaupt nichts. Immer wenn man sich die Video sich danach ankickt, wie ist man. Ach, aha, das war's. Ja, so schön Englisch. Ich hab jetzt keinen Bock, jetzt mir das englische Scheiße da durchzulesen. Schöner Ring. Donnert. Wie sich das gehört im Spiel war. Ah. Oh, leck mich, ey. Zum Glück ist die zu. Ich merke so gerade, wie sich meine Nackenhaare auf dem Arm sich ein bisschen erhöhen. Eigenartig bei dem Spiel. Und da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Das Licht lasse ich mal lieber an, ist besser. Nicht drin, muss auch noch drin. Okay, so eine Art. Ach, komm jetzt nicht drauf, ey. Ach, ich komme nie auf irgendwas, ey, wenn ich irgendwas spiele, ey, so ein Kotzen. Den flasht mein Gehirn jetzt so wieder richtig heute, ey, hier. Alles sehr altmodisch hier, auch sehr detailliert und deutlich, also sehr geil. Ey. Sound wie Hardcore. Ist irgendwas passiert, wa? Hier liegen überall so eine Glasscherben. Wie ist der? Ist jetzt hier eine Leiter? Umgefallen? Ein kaputtes Telefon, wahrscheinlich 40 Jahre, oder? Also über 30 Jahre. Aber das Bild stimmt da auch irgendwie nicht wahr, oder? Ey, wenn ich mich jetzt umdrehe, steht irgendwas da, das weiß ich nämlich schon. Ne.
Ey, ein Schlüssel, geil. Ach, das sagt mir, das ist doch hier, ist das hier wie Rotkäppchen oder was? So, 5 Minuten haben wir noch. Ich hab jetzt gar nicht geguckt, ob welches Alter das Schwert hier ist, ey. Müsste gleich mal nachgucken. Na, ist das wieder die Aussagen? Einen Moment. Geht gleich weiter. Geht gleich. So, jetzt. Na, komisch, da lag der Hörer mal. Jetzt liegt er da. Komisch. Wer weiß, was hier. Passiert ist. Ey, guck mal hier, ein schickes Klavier. Kaputte Noten. Boah, Alter. Ey, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Shit. Das ein Grammophon oder so? Ey, stimmt doch irgendwas nicht, ey. Ey, ein Ring sieht sehr wertvoll aus. Bin mit Blut, ey. Oh, irgendwas stimmt hier wirklich nicht in der Haus. Da! Richtig fuck you, ey. Dann noch die Mucke dazu, ey. Ihr müsst auf jeden Fall diese Pass verfolgen, auf jeden Fall. Little Winnie pa und Partners. Fast, effizient, endlich quält. Oh, hier liegt ja überall scheiß Blut, ey. Das schon mal zu, und dann müssen wir bestimmt wieder. Oh. Oh, Leute, macht man die fertig hier, ey. Ist klar, dass die Tür zu geht, ey. What the fuck it, ey. Irgendwas stimmt hier nicht, ey. Get a wild this time. Gerade so richtig in Zeit, ne? Nee. Auf keinen Fall bin ich hier richtig, Alter. Na klar, wenn ich die Scheißtür wieder aufmache, Alter, fliegen hier wieder Glaspulen raus, oder?
Pinseln wahrscheinlich alle verklebt. Na komm, ey, jetzt machen wir die Scheißtür auf, pass auf. Nice zu, warum? Ja, was kann jetzt nur passieren, wenn ich die Scheiße bestimmt hier runterziehe? Leck mich am Arsch, ey. Du ziehst ganz langsam runter, du könntest mitkommen. Ganz langsam zieht geht runter. Würde ich sagen, mach mal hier auf jeden Fall erstmal Schluss. Und verfolgt auf jeden Fall diese Parts hier weiter. Ja, da verlasse ich mich auf euch. Also wenn ich schon das Spiel hier für euch spiele und mir das mir fast das Gehirn rausfliegt, ja, könnte man das eigentlich schon verfolgen. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen guten Morgen. Wie auch immer, wenn ihr euch das Video anguckt. Glücksam, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Haut da rein. Bis dann, euer Razer.